So, hallo zusammen. Ich mache heute mal ein anderes Video, wie ihr sonst von mir gewohnt seid. Ich mache heute kein Tutorial, sondern ihr seht am Datum, heute ist der 11. Juni 2013. Das heißt, gestern hat Tim Cook iOS 7 vorgestellt. Mit iOS 7 hat er gleichzeitig Xcode 5 vorgestellt und beides als Pre-Release. Als Developer Preview Release den Developern bereitgestellt. Da ich einen iOS Developer Program Account habe, habe ich mir jetzt gleich mal Xcode 5 gezogen und will das euch jetzt heute mal so im groben Überblick zeigen. Ich öffne aber erstmal Xcode 4.6.2 und mache mir mal nur als Demo ein neues Projekt auf. Blablabla, kennt er ja. Mach schon. So, dann mache ich das mal hier auf Fullscreen, damit man nachher den Vergleich besser zu Xcode 5 sieht. Jetzt mache ich mal Xcode 5 auf. Es dauert länger. Aber ja, da ist es. Ihr seht, Welcome to Xcode, der alte Schriftzug, aber. Ihr seht schon, hier steht jetzt Version 5.0, bla bla bla, in der Klammer. Und auch hier mache ich jetzt mal ein neues Projekt, wenn er mal fertig ist mit Arbeit. Ah, okay, jetzt. Hallo? Hallo? Okay, ja, sehr flüssig läuft es auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal ein neues Projekt auf in Xcode 5. Ihr seht, hier habt ihr jetzt wieder die verschiedenen Applikationsarten. Hier ist allerdings ein Sprite-Kit-Game. Ich kann mir jetzt da auch nicht viel drunter vorstellen. Ich mache mal einen Ton leise. Ja. Egal. Behandle ich später mal, wenn ich mich eingearbeitet habe. Einfach mal hier auch eine Single-View-Application. Nenne ich es mal Xcode 5 App. Auf Next und Create. Ich will euch jetzt mal die Unterschiede zeigen. Im Gegensatz zu Xcode 4.6.2 besitzt Xcode 5 eine wesentlich kleinere Leiste hier oben. Wenn ich jetzt mal rüber gehe zu Xcode 4, seht ihr das? Beziehungsweise ich mache das auch mal hier auf Fullscreen. So, jetzt seht ihr, die Leiste hier oben wurde nochmal verkleinert. Ich glaube, die wurde schon von Xcode 4 oder sogar 3. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall nochmal verkleinert, glaube ich. Und man hat hier jedoch die alten Sachen im Grunde genommen. Blieb alles beim Alten, nur die Breakpoints, die sind weg. Jo, die sind weg. Egal. Hier habt ihr immerhin noch, also Xcode 5 App, bla bla bla. Hier könnt ihr auswählen, wo ihr das starten wollt. Das ist ja alles beim Alten geblieben. Auch hier, die Icons sind die gleichen, nur der Schriftzug fehlt. Wenn ihr jetzt, also praktisch der Startbildschirm hier ist aber doch recht anders geworden als hier. Man hat jetzt hier keine. Ah, doch. Okay. Also ihr seht, ich bin hier jetzt auch noch nicht wirklich drin in Xcode 5. Ich habe das vorher nur zum Testen mal Entschuldigung, aufgemacht und will es jetzt mal auch ein bisschen reinschnuppern erst. Auf jeden Fall, die Farben sind blasser geworden, finde ich. Naja, also, naja, mir gefällt es jetzt nicht so gut, aber aha. Naja, die Farben sind ja erstmal nicht so wichtig. Hauptsache, man kann damit gut programmieren. Hier sind jetzt die angekündigten Capabilities in Xcode 5, die Tim Cook gestern schon, glaube ich, gesagt hat, dass man die jetzt besser integrieren kann. Also einfach hier on, fertig. Dann, ja, hier ist vielleicht ein bisschen unübersichtlicher, das könnte sein. Info. Okay, das ist die gleiche P-List wie gewohnt. Document Settings, bla bla bla. Bildphases sind auch ein bisschen anders geworden.
es ist jetzt allgemein, finde ich, hat alles irgendwie keinen Rahmen mehr irgendwie. So, finde ich. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich nicht hier ewig lange aufnehme. Ich will euch jetzt auch nicht mit meinen Redereien hier ich lasse mich so leicht ablenken. Unfassbar. Naja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich will euch nicht mit meinen Redereien nerven. So rum. Genau. Ich gehe jetzt mal ins Storyboard, weil das sind die größten Änderungen, finde ich, in den Klassen hier. Da sieht man, ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Die Farben sind gleich. Images. Aha. Ah, man hat jetzt... Das ist ja interessant. Man hat jetzt hier eine Auflistung der Images, die man drin hat. Denke ich mir mal. Das hat man hier nicht. Da hat man nur hier das alte Gedöns. In Storyboard wollte ich, genau. Und ich will euch jetzt einfach nur mal hier einen Überblick verschaffen über die verschiedenen Elemente, die ihr jetzt doch sehr, sehr viel anders aussehen als in Xcode 4.6. Gehe ich hier auch mal auf, hier habe ich aus Versehen ein Master Detail App gemacht. Hier oben, hier will ich hin. Okay, die Icons sind gleich geblieben, das seht ihr, aber hier ist jetzt doch viel anders geworden. Man sieht hier direkt den Unterschied. Da oben ist alles ein bisschen sehr, sehr gelb, finde ich. Und ja, Label, gut, was soll ein Label schon anders sein? Der Round-Rect-Button, genau, den ziehe ich jetzt mal hierher. Und wie ihr seht, seht ihr keinen Rahmen. Wenn ich jetzt hier einen Button hierher ziehe, dann sieht man schon den Rahmen, den Round-Rect-Button, wie immer. Aber hier ist er weg. Und die Schriftart, finde ich, ist auch eine andere. Naja, Segmented Control sieht jetzt so aus. Ich ziehe einfach mal alles hier rein. Slider. Also, kleiner hätten sie den Strich echt nicht machen können. Also, ja. Der Switch ist jetzt grün. Ist alles so farbenfroh jetzt. Ja, Der Progress View. Stepper ist blau. Ja, sehr viel blau und dünn und gelb. Im Gegensatz zu hier, da ist doch alles anders halt. Ja. Die hier unten, die Navigation Items und die Navigationsbar, die sind jetzt auch alle anders geworden. Ich demonstriere das am besten mal am Simulator. Da ist jetzt auch iOS 7 drauf. Ich habe jetzt kein Device gerade hier für iOS 7. Deshalb muss ich das jetzt euch auf einem Simulator zeigen. Es wird nicht so viel ausmachen. Er lädt wie immer. Okay, ihr habt schon gesehen, die Animation ist jetzt schon wesentlich anders, differenziert sich zu iOS 6 und davor. Und Button wird jetzt, ich mache jetzt einfach mal hier durch, Button wird transparent und geht wieder, der ist viel dünner geworden. Kann es sein? Und da ist jetzt eine Animation noch, okay. Naja, der Slider, da kann ja nicht viel anders sein. Farben sind, Standard halt. Der wählt jetzt auch anders seine Sachen aus. Der Stepper, ganz normal halt. Also dünner hätten sie den Progress View echt nicht machen können. Also, das sind ja maximal 2 Pixel, also Respekt. Ich finde, ein bisschen viel Ähnlichkeit zu Windows Phone und Android. Ich gebe jetzt hier mal noch, die Tastatur ist auch anders geworden.
Naja, ich hab's jetzt ja, ich krieg's jetzt natürlich nicht mehr weg. Egal, auf jeden Fall, das waren jetzt schon mal die Elemente hier. Die leichten. Und ihr seht schon, das Icon ist anders, das Standard-Icon. Dann hier alles ziemlich bunt in iOS 7 jetzt. Ja, die Einstellungen, da kann ich gerade mal die Navigationsbar demonstrieren. Wenn man jetzt auf Allgemein klickt, sieht man hier Einstellungen. Und da war noch irgendwas zwischen... Kann man jetzt... Ah, genau. Hier. Multitasking. Ist jetzt auch anders geworden. Man kann jetzt hier so hin und her sliden. Gehe ich mal zu Einstellungen oder zu Karten. Okay, das ist jetzt auch anders. Und man kann jetzt, das ist lang erwünscht, man kann die Sachen einfach so raus. Ups. Ja, jetzt stürzt unsere App ab. Man kann die Sachen einfach so rausziehen. Finde ich cool. Kann man hier auch was anderes machen? Nein. Naja, wie gesagt, ich will jetzt das Video nicht zu lang machen. Deshalb, ich melde mich wieder, wenn ich was Neues über iOS 7 weiß und mich mal eingearbeitet habe, weil in dem Zustand kann ich ja hier irgendwie schlecht irgendwas präsentieren eigentlich. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, abonniert mich für weitere Tutorials. Ich versuche jetzt in nächster Zeit viele Xcode 5 Tutorials rauszubringen, damit ihr gleich auf dem aktuellsten Stand seid, wenn Xcode 5 auch für normale, in Anführungszeichen, veröffentlicht wird. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.